Hallo und willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, wir waren in der letzten Folge in der Bank und hatten eine unliebsame Begegnung mit Schreitante Helga. Die wollte Geld abheben, aber war leider pleite. Deswegen hat sie dann in den sauren Apfel gebissen. Und weil sie so pleite war, wollte sie mich ausrauben. Das hat sie aber nicht geschafft. Deswegen habe ich ihr mal meinen neuen 6er Stahlknüppel gezeigt, den wir gebaut haben in der letzten Folge. Naja, willkommen zurück. Und für den Fall, dass ihr noch eine schicke Gaming-Community sucht, dann kommt doch mal im Discord vorbei. Ist unten vorlinkt. Genau, ist unten mit Vorliebe verlinkt. Und da findet ihr alles zu 7 Days to Die und Game Server und etc. pp. Alles am Start, alles da. Die Drogen können wir auch verkloppen, ne? So, das haben wir uns gekauft. Das verkaufen wir natürlich nicht, aber das verkaufen wir. So, dann geben wir ihm mal hier die Quest. Also, wenn ihr da Lust und Laune drauf habt, in der großen Gaming Community mitzuspielen, mit mehreren Game Servern und vielen Leuten auf dem Server. Tagebuch des Jägers. Verursacht 10% mehr Schaden an Berglöwen. Ja gut, dann nehmen wir das mal mit. Fernkampfmods. Generatorbankpaket. Nachtsichtmod. Stromquest. Ich glaube, ich nehme das hier mal. Hast du irgendwelche besonderen Aufträge? Oh, Handelsrouten eröffnen. Ja, geilo. So. Hast du noch Bücher hier? Andyland, Get Hammered. Ne, er hat nichts mehr hier, ne? Ja gut, dann machen wir mal das hier auf. Dreimal Wiring. Das da. Und ein Generator. Das ist doch schon mal nicht schlecht, ne? Hast du zufällig so eine komische Zigarre? Nö. You're so cheap, you wouldn't give a duke to see Jesus riding a bicycle. Fahren mit dem Bicycle, hat er gesagt. Kennt ihr dieses Reel, wo dieses kleine Baby da irgendwo sitzt und irgendwie so macht? So ungefähr klang das gerade für mich. Naja. Also, nochmal ganz kurz zurück. Discord, falls ihr Lust und Laune habt, große Gaming-Community, mehrere Game-Server, unheimlich viel Erfahrung in 7 Days to Die. Also bei uns werdet ihr auf jede Frage definitiv auch eine Antwort bekommen. Falls ihr irgendwie Fragen zum Spiel habt und es ist auch egal, ob ihr Konsolenspieler seid oder PC-Spieler. Die Konsolenspieler bekommen ja hoffentlich bald mit dem nächsten Update das echte Crossplay. Gab es auch ein kleines Infovideo zu bei mir auf dem Kanal vor einigen Tagen. Da haben die Funpimps mal wieder ein paar Infos raussacken lassen per Twitter. Und sobald die Konsolenspieler das Crossplay haben, können die natürlich auch mit auf die Game-Server drauf. Dann, also, die könnten es theoretisch jetzt schon, ne? Aber, also, es geht halt technisch einfach nicht. Das ist das Problem daran. Aber das wird ja mit dem Crossplay-Update dann definitiv behoben sein. Und dann könnt ihr natürlich bei uns auch mitspielen auf den Game-Servern. Wir haben auch Bereiche für die Konsolenspieler schon eingerichtet, wo die sich so ein bisschen unter sich austauschen können, weil ja doch immer wieder mal Fragen kommen, die nur konsolenspezifisch sind, ja. Und also ihr seid bei uns auf dem Discord genauso willkommen wie die PC-Spieler, ja. So. Wir machen mal gerade hier leer. Öl, Schiefer, Benzin haben wir, glaube ich, nichts, ne? Werkzeuge, Kabelwerkzeug haben wir schon. Warte mal, dann machen wir mal hier die Händlerkiste auf. Das kann auf jeden Fall da rein. Da haben wir noch hier eine Mod. Da haben wir auch noch eine Mod. Die können wir mal sortieren wieder. Wenn wir da wieder ein bisschen gesammelt haben, dann können wir da auch ein bisschen nochmal ausrangieren. Ich habe noch gar keine Stromkiste, sehe ich gerade, ne? Die fehlt mir noch irgendwie hier. Ach doch, Elektro und Robotik. Da haben wir doch eine. Dann machen wir mal das da rein. Den Generator. Dann gehe ich mal kurz hoch. An meine zwei Tausammler, die so provisorisch irgendwie auf dem Dach stehen. So, da muss der Filter rein. Da muss der Sammler rein. Und schon geht das hier los.
Sehr nice. Sehr nice. Zwei vollbestückte Tausammler. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Uns konnte schon vorher nichts mehr passieren, aber egal. So, den Blutbeutel noch da rein. So, den Spielerautomat. Kann man den Spielerautomat versetzen? Wenn ich den jetzt hinstelle? Ich stelle ihn mal hier hin. Ja, kann man. Produktname. Kann ich jetzt das hier hinzufügen? Okay, machen wir jetzt nicht, aber... Warte mal. Ich kenne mich mit den Spielautomaten echt nicht aus, ne? Ich spiele so lange dieses Spiel, ich habe noch nie, wirklich noch nie einen Spielautomat gekauft. Das will schon was heißen, ey. Ich meine, ich könnte jetzt im Discord fragen, dann wüsste ich das sofort, ne? Warte mal, so, wenn ich jetzt hier mal aus der Händlerkiste, ich nehme einfach mal hier das und hier die Schaufel. Achso. 532 für eine 1er Stahlschaufel. Preis plus 20%, Preis minus 20%. Ich lass die mal so da drin. Mal gucken. So. Dann haben wir den 4x4 Truck freigeschaltet. Wir brauchen das Zubehör. Da brauchen wir auf jeden Fall mal die Federn. Die Teile. Die elektrischen Teile. Wo sind die denn hin? Da. Wir brauchen die Scheinwerfer. Und wir brauchen 75 Eisenrohre. Ja, das reicht ja gerade so. Ach, die Mod fertigen. So. Stimmt, da war ja noch was. So. Dann brauchen wir 4x4 Fahrwerk, ne? 30x Klebeband. Ja, heiliges Kanonenrohr, ey. Den Stahl haben wir sogar da. Bis auf einen Barren. Ha, so. 60 Leder ist auch kein Problem. So, 30 Klebeband. Oh shit. Oh shit. Achso, warte mal, Kleber können wir in der Chemiestation kochen, ne? Kleber. Mit einem Wasser. Minuten. Könnte ja mal noch das hier nehmen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was haben wir denn gebraucht für Steak mit Kartoffeln? Also Kartoffeln, das. Würde man sagen, hier so ein paar bisschen Fett. Pilze noch, okay. Minuten. Aber ich gehe mir mal gerade Kohle besorgen. So, das sind ja 50 Minuten, ne? So, das sollte reichen. Die da rein, die Kohle.
Okay. Dann brauchen wir Klebeband. Klebeband. Und hier kochen wir Kleber. 24 Stück. 5 Minuten brauchen die. Weil wir nur 24 Wasser haben. Ne? Knochen haben wir genug. Können ja mal gerade hier gucken. So, das ist doch dann schon theoretisch. Sind da schon 29? Hier haben wir ja noch 4. Okay. Ja, müssen wir auf das Klebeband warten. Was brauchen wir für den 4x4 Truck? Vier Räder, Fahrwerk, Zubehör, einen Motor und eine Batterie noch. So. Klebeband, Klebeband. Ich glaube, wir werden nicht genügend Stoff haben, ne? Vermute ich jetzt mal. Das wird, glaube ich, ein Problem. Das ist schon mal da. 30 Klebeband. So, 3600 Beton. Aber wir müssen auf jeden Fall nochmal Steine und Lehm und sowas besorgen gehen. Mods für das Fahrzeug. Ja, könnte man notfalls aus dem Motorrad rausbauen, ne? Die drei könnte man auf jeden Fall rausbauen dann aus dem Motorrad. Stofffetzen. 7 Stofffetzen brauchen wir für ein Klebeband. Wir haben 280. 40 Klebeband müssten das sein. 40 mal 7 sind 280. Das müsste hinhauen. Gerade so. Ist alles ein bisschen knapp, aber es müsste hinhauen. Na gut, dann nehme ich mir mal gerade hier so Pflastersteine. Ein bisschen Beton. Nehme mir mal gerade mein Werkzeug. Weil wir können ja gerade sonst sowieso nichts machen, ne? Ah, warte mal. Ich habe Stahlwachen im Inventar. Das ist nicht gut. Moment, Moment, Moment. Die machen wir raus. Weil, wenn man nämlich Stahlwaren hat, dann hat man die schnell mal irgendwo drauf getackert.
Bei der hier geht das. Bei den Holzkisten geht das nicht. Irgendwie auch doof. So, damit wäre das hier schon mal so weit zugetackert. Stütze drunter, ja. Was? Kein Beton mehr da. Schweinerei. Muss auch mal hier das Ding wieder hoch machen. Bevor Helga gleich wieder hier plötzlich im Wohnzimmer steht, ey. Das Zeug geht aber auch weg wie warme Semmeln, ey. Also da haben wir ja auch keine Stütze drin, ne? Ich glaube, ich werde dann mal hier, hier können wir doch theoretisch die Blöcke kopieren, ne? Hä? Aha. Ich dachte schon, was macht das Ding da, ey? So, hier haben wir wieder einen ganzen Block. Ziehen den hier auch schon mal durch. So, dann haben wir nur von innen nachher. Obwohl, warte mal, der muss ja da auch noch mal drauf. Den hier von innen setzen, ne? Ja, genau. Hier noch komplett runter. Ich habe noch keine Ahnung, was wir hier alles mitmachen, ja, aber mit dem ganzen Platz. So. Dann müssen wir uns hier den Block mal gerade kopieren. So. Weiß ich nicht, ob der hier hinpasst, so.
Sehr gut. Dann gehen wir mal gerade an unsere Chemiestation. 19. Achso, wir hatten kein Wasser mehr, ne? Das war das Problem. Kleber. 30. 6 Minuten. So. Dann machen wir nochmal Klebeband. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach so. Und dann könnten wir hier mit der Wand weitermachen, ne? Weiß ich gar nicht mehr, hier war außen. Außen waren ja immer außen waren ja immer volle Blöcke hier, ne? Oder haben wir eine halbe gesetzt? Ne, wir haben da einen vollen Block gesetzt. Wir haben einen vollen Block gesetzt, damit wir die Schmieden und alles da andocken können, richtig, ne? Machen wir mal auf jeden Fall mal hier so ein Stück. Ach so. Stimmt. Wir sind ja hier... Das muss man gerade weg. Was haben wir denn eigentlich hier gemacht? Müsste echt mal gucken gehen auf der anderen Seite. Das haben wir einfach gerade durchgezogen. Okay. Ist auch im Endeffekt egal. Ich meine, das sieht kein Mensch nachher, gell? Dann machen wir das hier genauso. Ist nur eine 1200er Wand, ne? Beton noch. Ja, müssen wir dann später bei Gelegenheit mal nochmal ein bisschen aufwerten. Diese Ziegelwände da können wir ja dann nochmal streichen oder so mit Farbe. So, wie sieht das hier aus? 14 Kleber. Da sind noch die 30 Klebeband. 4x4 Truck-Fahrwerk. So. Wir haben ein Zubehör, dann machen wir jetzt das Fahrwerk. Wo rennen die denn hin? Rennen alle zu Lux. Was ist denn hier los? Hallo? Die sind auch so selten dämlich, ey. Oh, da liegt ja fast Benzin. Wie war das schon wieder? Klang ja so, als wären es zwei.
Lux-Restaurant. Hier gibt es auf jeden Fall Stofffetzen, ne? Sehe ich mal gerade so. Finde ich gut. Können wir ja ein bisschen gebrauchen gerade. Keine Ahnung, warum die immer hier bei Lux reinstürmen. Vielleicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist da um die Zeit immer eat as much as you can oder so. Keine Ahnung. Aber schon interessant. Manchmal spawnt die Horde auch da im Gebäude. Dann sind die alle hier in der Bar drin. Und stürmen hier raus, hier bei Dix. Dixie-Klo. So, was macht mein Barwerk oder was war das? Noch eine Minute. Na gut, okay. Dann packen wir hier noch ein paar Blöcke an die Decke. Sehr schön. Achso, dann fehlen uns hier. Sind das hier auch? Warte mal. 1, 2, 3, 4 Schrägen. 1, 2, 3, 4, ja. Okay. Das heißt, wir brauchen hier noch so ein Ding hier, ne? So, machen wir hier auch Fenster rein. Wirklich viel Licht kommt ja nicht rein, weil die Fenster sind ja immer blind, ne? Sieht man ja da ganz gut gerade. Die Fenster, wie die jetzt zugehen, ne? Aber schöner sieht es trotzdem aus. So. Das noch da oben drauf. Das noch hier hin.
Also so langsam sieht das hier richtig gut aus. So langsam wird das hier richtig gut. Ah, nein. Shit. Shit, shit, shit. So, und jetzt gucken wir mal nach unserem 4x4 Truck. Hab ich da gebaut. Scheiße, ich hätte den da kopieren müssen. Ich Idiot, ey. So. Shit happens. So. 4x4 Truck. Was fehlt denn noch? Ach, die Räder. Vier Räder fehlen uns noch. Wie lange brauchen der? 3 Minuten. Das geht ja noch. Knochen waren da auch drin, ne? Bei allgemein. So. Lehm, Sand haben wir doch da. Stein und Zement. Sehr schön. Das Ding hier dreht sich immer noch. Ich glaube 6200 waren drin, ne? Ich hab nicht mehr drauf geachtet, richtig. Nehmen wir mal 300 Schuss hiervon. So. Kohle, Nitrat, achso, ne, die können. Ne. Das. So, so. Okay, Sand haben wir genug, Lehm fehlt uns, Eisen haben wir genug, Öl, Schiefer, Benzin haben wir genug. Können wir uns das hier aber noch einstecken, wenn wir das Ding da gleich voll tanken. Kohle und Nitrat. Wie viel Schießpulver haben wir? Munition, Zubehör ist da. 3000. Ja gut, ich meine, was soll der Geiz, ne? Schießpulver. Sechstausend. So, 100 Minuten. Sehr schön. So, die Kohle weg. Da müssen wir dann auch demnächst irgendwann mal wieder was besorgen. So, 30 Kleber. Was macht mein Truck? 25 Sekunden. Ja, geilo. So, dann nehmen wir uns aus dem Motorrad. Das müssen wir dann sowieso ein Stück rüberfahren.
nehmen uns hier mal die Mods raus. Ich hatte, glaube ich, sogar Farbe, ne? Farbengrün. So, sehr nice. Weiß. Okay, dann machen wir den mal auf. Da gehen aber viele Mods rein. Grün. Ich lasse ihn grün, das freut Jule. Die mag grün, das ist ihre Lieblingsfarbe. So, nachtanken. Jetzt ist der 16% voll mit 2500, . 60% und kein Benzin mehr in der Tasche, ey. Verdammte Axt. Ja, der frisst schon ein bisschen mehr Benzin, ne? Muss auch mal gerade noch mal gucken. Der hat noch 2 Modplätze, ne? Es gibt noch die Fahrzeug Sitzplatzerweiterung. Reservetank haben wir drin, ne? Sitzplatzmod, Brennstoffsparermod. Ach, den Superlader und den Pflug. Die 2 bräuchten wir noch irgendwann. Okay. So, dann machen wir mal hier zu. Wenigstens hat er gutes Licht, ne? So, wir wollten zum Händler fahren, ne? Das ist ein gutes Stück, mein lieber Mann. Aber wir haben den 4x4-Truck, das ist doch schon mal schön. Das Problem ist, ich komme jetzt natürlich nicht mehr hier durch die schmalen Gassen durch, ne? Dreht aber ganz schön hoch, das Ding. Ah, wir fahren mal ein bisschen damit. Dann gucken wir mal, wie gut er sich so fahren lässt. Ja, er lässt sich gut fahren. Alles gut, kein Thema. Mhm. So, jetzt müssen wir mal gerade schauen. Wir fahren hier so rüber, Handelsrouten eröffnen. Ich vermute mal, die Straße wird da reingehen, ne? Lass mal nach Nordosten fahren, hoch auf die Straße. Das war doch schon mal nicht schlecht. Also, er fährt sich ganz gut. Das da. Roadkill! Ich habe mir schon gedacht, dass da noch irgendwo hier ein Berg im Weg sein könnte. Hier sind noch mehrere Berge im Weg, sehe ich gerade. Aber da oben geht die Straße lang, glaube ich. Also von links kommend, meine ich. Hier geht auch eine Straße lang. Das ist ja interessant, das hier. Warum haben sie die Straßen denn hier nicht miteinander verbunden? Das ist ja geil. Der da hat sich auch gedacht, welche Straße nehme ich denn jetzt? Da hat sich die Handbremse gezogen, hat sich 3-mal im Kreis gedreht und ist da stehen geblieben. Ey. So, okay. Hier ist ein Rastplatz. Ich muss sowieso aufs Klo. Wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal wieder und dann fahren wir mit unserem schicken 4x4 darüber zum Händler. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis denn. Tschüss.